erzählt, ich habe den Kindern beigebracht, wie man einen Raum kennenlernt. Ich habe den Vergleich gebracht mit einem Stall und einer Kuh. Also ich Kuh, hier ist Stall. Dass ein Bauer, bevor er die Kuh kauft, den Stall genau kennen muss. Er muss wissen, wo wird am besten geschissen, wo wird am besten gesoffen, wie kann sich die Kuh kehren, wie findet sie den schnellsten Aus- und Eingang. Das haben viele Kinder also gelernt, durften auch Auto spielen. Und ich habe den Kindern gesagt, wenn das Auto 3 Monate ungebraucht in der Garage steht, muss man es gar nicht mehr vornehmen. Auch Ordnung gehorcht dem Prinzip rastig so rostig. Die Ordnung ist klein, aber fein. Ich beginne mit einer kleinen, süßen Spielmusik von Ludwig van Beethoven. Es ist eine kleine Sonatine mit einem mittelgemütlichen Satz, mit einem ganz stillen Satz und mit einem schließlich ein wenig ungemütlicheren dritten Satz. Bitte singen Sie nicht mit. Thank you.
spielte. Denn diese Herren, Beethoven und Konsorten, wenn sie Geld brauchten, dann haben sie Stücke geschrieben für die Drehorte. Und diese Musik hat einen unheimlichen Charme, weil man diese Musik in die Hand nehmen kann und umdrehen, als hätte man selbst eine Drehorgel im Bauch. Ich bleibe wirklich bei diesen Drehorgelmusiken, denn sie sind selbstverständlich alle entweder für eine Orgel geschrieben worden und auf Drehorgel umgewalzt oder umgekehrt. Herrliche Musik. Freuen Sie sich auf das Konzert für eine Orgelwalze von Johann Baptist Wanhal. Wanhal war ein hergeraufter fremder Fötzel in Wien. Die Herren Beethoven und Konsorten mochten ihn gar nicht, aber er hatte Erfolg. Er gilt als Erfinder des sogenannten singenden Allegros und ist nicht etwa mausarm wie ein Hund verscharrt worden. Er wurde als erster freischaffender Musiker reich. Unheimliche Eleganz. Drei, vier Sätze. Ein schneller Satz, ein ganz langsamer und ein Kuckucksstücklein und dann ein Finale. Thank you.
vom berühmtesten Trompetenkonzert. Thank you.
kleine Blumenarrangements in der Musik. Da habe ich zuerst eines aus dem Mississippi. Da ist das kleine Mädchen eines großen Musikers gestorben und aus diesem großen Musiker sein kleines Mädchen im geblühten Grab gesehen hat, kam eine wunderschöne Idee in den Sinn. Le Petit Fleur. Ganz ähnlich ging es einem anderen Musiker, den Jean-Jacques Rousseau. Das wissen viele nicht. Er wurde in die Reden gefeiert, 250 Jahre. Und Rousseau war ja eigentlich ja, ein Spinner, ein Ausgeflippter. Er hat sich selbst ausgegrenzt. Beruflich, großartig. Er war politischer Gesandter, der damals noch nicht schweizerischen Republik Genf in Venedig, hat dort sein Geld verdient als Kopist von dem berühmten Roman Battista Pergolesi. Das heißt Kopist, er hat seine Noten kopiert für die Streicher und Sänger, die damit singen mussten. Aber ich vermute, dass Rousseau der bessere Komponist war. Denn er hat es immerhin bis zum Signet der Eurovision gebracht. Das ist Jean-Jacques Rousseau. Von ihm spiele ich auch ein kleines Sinnchen. Und dann gehen wir noch ganz kurz in die italienischen Berge zu den alten Alpini-Truppen. Thank you.
Das Schlussbouquet kommt wieder aus den Bergen, eine Spielmusik aus den Bergen, ein eigentliches Seelenkonzert aus vier Sätzen, ein Schottisch, dann gleich wieder ein Schottisch, dann ein Alpsegen und ein Marsch. Ein Seelenkonzert, damit es besser klingt, nenne ich das jeweils Suite Brisander.